Willkommen hier am FEDBUS, unserem mobilen, fahrenden 3D-Drucklabor, mit dem wir zu Schulen fahren, zu Unternehmen fahren, auf Fachmessen fahren, um die 3D-Drucktechnologie an den Mann zu bringen und an Interessenten oder um auch auszubilden. Der FEDBUS ist am Goethe-Lab für Additive Manufacturing der FH Aachen zu Hause. Der alte Linienbus aus Berlin wurde mit EU-Mitteln zum 3D-Druckerlebnis umgebaut. Karim Abbas und seine Kollegen hatten dabei einen Grundgedanken: den 3D-Druck zu den Menschen bringen und Ideen rund um das Drucken fördern. Mit 11 Druckern bieten sie individuelle Workshops für Schulen und Unternehmen an. Wir können uns auf das Niveau von Schülern einstellen und sagen, wir betrachten die Prozesskette des 3D-Drucks nur in geringem Maße, oder aber wir fahren zu Unternehmen, wo wir wirklich konkrete Schulungen machen, wirklich detailliert in Software-Skills eingehen und dann auch in 3D-Druck-Skills. Die Besucher des FEDBUS können den 3D-Druck von A bis Z durchspielen und hier Schritt für Schritt erleben, wie ihre Idee ausgedruckt wird. Wir fangen an bei der Datenaufbereitung. Wir können quasi Bauteile konstruieren. Wir schauen uns die Konstruktionssoftware an. Wir können dann die Daten vorbereiten für den 3D-Druck und wir können dann mit unseren Workstations und unseren 3D-Druckerinnen, die wir hier im Bus haben, kleine Bauteile drucken, um zu zeigen, wie funktioniert das System und wie funktioniert generell additive Fertigung. Der FEDBUS kommt nicht nur zu Schulen und Unternehmen, sondern auch auf Fachmessen. Auch die Besucher der Medica 2019 konnten von der FH Aachen mehr über den Einsatz des 3D-Drucks in der Medizintechnik lernen. Die Medizintechnik hat einen besonderen Fall, beziehungsweise ist sehr besonders, da hier immer von individuellen Maßnahmen gesprochen wird. Der 3D-Druck bietet sich besonders hier an, da wir quasi individuell auf Problemstellungen eingehen können. Wir können natürlich mit verschiedenen Verfahren noch viel detaillierter und spezieller auf Problemstellungen, Herausforderungen rangehen. Wir haben verschiedene Materialien, wir haben Metall, Kunststoff, Keramiken und in diesem Fall viele Einsatzgebiete, die sich in der Medizintechnik eröffnen. Und welches Einsatzgebiet hätte der 3D-Druck in Ihrem Unternehmen? Finden Sie es heraus mit Karim Abbas und seinem Team. Wir zeigen Ihnen hier mit unseren Arbeitskollegen, wie kann man Bauteile konstruieren, wo sind die Einsatzgebiete. Wir können hier an unseren Workstations direkt arbeiten und dann hier auch kleine 3D-Druckteile fertigen.